Hallo zur Frage des Tages. Wir wollten heute von den Münsteranern wissen, ist Massentierhaltung heute eigentlich noch zeitgemäß? Ich denke nicht. Also man sollte sich da wahrscheinlich mal anders orientieren. Zum Beispiel wie? Naja, ich denke mal so Biohöfe sind da ja sicher eine Lösung. Ne? Ob das natürlich dann für alles so, für alle klappt. Da muss man halt sich dran gewöhnen, nicht mehr so oft Fleisch zu essen, aber ich finde fände es auch besser, wenn jetzt nur, wenn man mal einmal die Woche vielleicht Fleisch isst und jetzt dafür das Tier besser gehalten wird. Kommt ja auf jeden Fall häufig vor, aber ich würde sagen, dass man das auf gar keinen Fall unterstützen sollte. Also wenn es jetzt um Eier geht oder so, würde ich schon immer die beste Klasse holen. Ich glaube, dass man auf jeden Fall weniger Tiere auf mehr Platz halten kann. So halt. Also in der Hühnermassentierhaltung gibt es schon Fortschritte, aber gerade in der Schweinemast ist es manchmal schon sehr, sehr schwierig. Und man sollte eigentlich vermeiden, solches Fleisch zu kaufen. Ich sag mal so, wer günstige Fleischpreise haben möchte oder günstige Eierpreise, der wird um Massentierhaltung mittelfristig wohl nicht drumherum kommen. Insofern kann man da lange drüber streiten, aber denn ganz ohne wird es nicht gehen. Also Fleisch in Maßen essen finde ich in Ordnung, aber nicht so wie manche Leute, die sagen jeden Tag, ab und zu ist okay. Also ich bin jetzt kein Vegetarier, aber Massentierhaltung ist nicht schön. Alles klar, danke schön.